Es ist endlich soweit. Die letzten 2 Jahre habe ich mit meiner Kollegin Sarah eine neue Bike Components Kollektion für euch entwickelt. Es gibt ein Longsleeve-Jersey, ein Shortsleeve-Jersey und ein damenspezifisches Longsleeve-Jersey. Ich krall mir mal das Longsleeve. Im Prinzip, und das impliziert das Ganze ja auch schon, sind die alle gleich. Es gibt aber ein spezifisches Feature, das bei dem Longsleeve noch heraussticht gegenüber dem Shortsleeve. So sieht's aus. Wir machen das einfach so wie bei der MTB Shorts. Wir fangen oben an und da bietet sich der Kragen an. Ähnlich wie bei der Mountainbike Shorts haben wir auch hier darauf geachtet, dass bestimmte Abschlüsse geklebt sind und nicht genäht. Geklebt bedeutet, ihr müsst euch das so vorstellen, als wäre das Material einfach einmal umgeschlagen und sonst nichts. Da wird nichts irgendwie zusätzlich aufgebaut oder so, sondern es ist ein super flacher Kragen, der ganz, ganz dicht an eurem Körper anliegt. Das macht sich positiv bemerkbar, wenn ihr einen Rucksack tragt, die Träger vielleicht mal irgendwie hochrutschen oder sowas. Da drückt dann nichts, da ist keine Naht, auf die irgendwie Druck ausgeübt wird oder so. Und nebenbei sieht es auch super cool aus und gibt dem Ganzen einen deutlich athletischeren Fit. Raglan-Ärmel. Raglan-Ärmel machen bei so einem Jersey aus meiner Warte einfach total Sinn, weil ihr, auch wenn ihr mal einen Rucksack tragt, einen Rückenprotektor tragt, da wo der Druck ausgeübt wird, da ist keine Naht, die irgendwie scheuert, die drückt. Und die Ärmel haben auch noch eine weitere Besonderheit. Auf der Oberseite der Ärmel, der Schulterpartie, findet ihr das gleiche super abriebfeste, stretchy, atmungsaktive, schnell trocknende, pilling-resistente Material wie bei unserer BC Shorts. Dieses zieht sich aber in Form einer Helix um euren Arm drumherum. Wir haben uns bei all unseren Kollegen, unter anderem auch bei mir, angeguckt, wo sind die ganzen Narben auf den Armen? Denn wir wollen natürlich das widerstandsfähige Material da haben, wo ihr aufschlagt und wo ihr Bäume touchiert, wo ihr an irgendwelchen Sträuchern vorbeiwischt. Das gehört zum Mountainbiken einfach dazu und das muss so ein Jersey abkönnen. Natürlich ist aber Atmungsaktivität auch ein ganz wichtiges Thema. Und dafür haben wir dann ein anderes Hauptmaterial für euren Torso unter den Armen gewählt. Ich hoffe, das sieht man gut in der Kamera. Haben wir hier kleine Hexagonstrukturen in dem Material drin. Und also mal ehrlich, das ist ja wohl so geil. Ich gehe kaputt. Ganz viele kleine BC-Rauten. Die haben sogar eine Funktion. Diese 3D-Struktur im Material, die sorgt dafür, dass Feuchtigkeit von eurem Körper besser abtransportiert wird und dass die Oberfläche des Materials ungleich viel größer ist, als wenn es einfach ein glattes Material wäre. Und diese vergrößerte Oberfläche kann natürlich die Feuchtigkeit viel schneller verdunsten lassen. Das heißt, ihr seid schneller wieder trocken, wenn ihr mal intensiv geschwitzt habt. Es hat auch eine antibakterielle Behandlung. Macht sich immer ganz gut auf der Hütte, im Shuttle, auf dem Lift. Ist einfach euren Mitmenschen gegenüber fair. Weiteres extrem geiles Feature, kleiner versteckter Reißverschluss, eine kleine Liftkartentasche, kann man natürlich auch einen Notfallfünfer drin unterbringen. Was wirklich Schweres würde ich da nicht reintun, sowas gehört für meine Begriffe in die seitlichen Hosentaschen bzw. in den Rucksack. Und das Ganze ist clevererweise von innen dann auch noch ein Brillenputztuch. Vielleicht zu dem Jersey auch nochmal zum Fit. Es ist insgesamt ein athletischer Fit. Das ist nicht super weit und ich würde all denen empfehlen, die gerne Ellenbogenschoner, Rückenprotektion unter dem Jersey tragen. Also Ellenbogenschoner sind beim Shortsleeve natürlich nicht so relevant. Nehmt einfach eine Nummer größer. Die Ärmel, die sind relativ tight am Handgelenk. Die sollen schön anliegen. Die sollen einfach da bleiben, wo sie sind, damit sie euch nicht im Weg sind. Die coolen Sachen sind immer die, die einfach ganz unauffällig so vor sich hin funktionieren und überhaupt nicht nerven.
Geklebte Nähte auch, damit Klettverschluss vom Handschuh nicht euren Ärmel irgendwie aufreibt. Insgesamt hinten ein bisschen tiefer geschnitten, zusammen mit der hinten höher geschnittenen Shorts, damit hinten kein Gap entsteht. Maurer-Dekolleté oder so auf dem Rad ist ja auch ein gängiges Problem. Und mega geil, es gibt sogar ein damenspezifisches Shirt. Das hat die gleichen Features, die gleiche Qualität. Ich finde es so affig, dass die Frauen bei manchen irgendwie so abgespeckte Varianten kriegen. Gleichen Features, gleiche Qualität in einem deutlich taillierteren Schnitt. Voll geil. Ich freue mich so drauf. Würdest du selber anziehen? Würde ich selber anziehen, ja. Endlich geile Klamotten tragen. Da ist viel Herzblut reingeflossen. Wir haben uns echt Gedanken gemacht. Manchmal kommt man an einen Punkt, wo man merkt, krass, du musst hier jetzt einfach mal eine Entscheidung treffen und die dann auch konsequent von Anfang bis Ende durchziehen. Ja, geht der Trend einfach dahin, Mountainbike-Klamotten auch ein bisschen weniger flatterig, ein bisschen wenig was weiß ich zu machen? Ich denke auf jeden Fall, also spätestens nachdem jetzt die ganzen World Cup-Teams sich reihenweise in irgendwelchen Windkanälen einmieten. Ja, mich würde total interessieren, wie denkt ihr darüber? Findet ihr das geil? Habt ihr da Bock drauf? Lasst mal ein paar Kommentare da.